Ist es möglich, in Sims zu überleben, wenn man mit absolut keinem Geld startet? Da diese Challenge bereits schon mehrere Leute probiert haben, werde ich mich ihr heute stellen. Allerdings sind meine Bedingungen ein bisschen härter, denn ich starte im Herbst. Und wie wir alle wissen, ist der Herbst kalt und nass und es folgt daraufhin auch der Winter. Bedeutet also, bis zum Winter brauche ich einen Unterschlupf und ich muss mir einen Job suchen. Denn nur mit Hilfe eines Jobs komme ich an Geld, aber dafür muss ich wiederum sauber, gepflegt und gut gelaunt zur Arbeit erscheinen. Das ist allerdings gar nicht so einfach, wenn man eben auf der Straße lebt. Über einen Daumen nach oben und Abo würde ich mich wie immer sehr freuen. Und jetzt gehen wir rein. So, und weil es ein Dummy beim letzten Video, wo ich Schwäbisch geschwätzt hat, so verrissen hat, wie er es hier schreibt, darf ich jetzt auch noch das Motto von dem heutigen Video einsprechen. Und das ist, vermögen hat man oder nicht, schaffe, schaffe, Häusle bauen, sparen muss. Viel Spaß beim Video. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen sie die Schwabe, wie sie Geld sparen können oder lassen sie es. Heute werden wir testen, ist es möglich mit 0 Sims-Groschen überhaupt über die Runden zu kommen. Überlebt man das? Wie ist es, wenn sich das Wetter ändert? Das haben wir hier ja auch noch. Deswegen muss ich erstmal jetzt meine Attribute hier ändern. Ich brauche so ein bisschen Motivation, um hier durchzukommen. Auf jeden Fall ein Vermögen. Wollen wir herrlich reich sein? Es muss auf jeden Fall noch das hier geändert werden. Kann ich das hier nicht mehr ändern? Ach, das kann ich gar nicht mehr ändern. Ach, komm schon. Okay, dann sind wir startklar. Wir haben gerade zu viel Geld. Wir müssen mal das Finanzamt anrufen. Ja, hallo Finanzamt. Ich habe zu viel Geld verdient. Danke. Okay, Leute. Deswegen würde ich sagen, lasst uns mal anfangen. Wir haben leider Herbst. Ich habe ein bisschen Angst. Oh, wir haben schon die Hälfte im Herbst. Oh, das ist ein ganz schlechter Start. Ich muss wirklich Gas geben, ne? Sonst überlebe ich das hier nicht. Kann ich irgendwie einen Job suchen? Unterhaltung, Shoppen, Haushalt, Sozial, Business? Job suchen. Polizistin, Wissenschaftlerin, Ärztin, Astronautin, Bildungswesen, Business, Entertainerin, Freelancerin. Entertainerin ist gut, da muss ich irgendwie einen Job gehen. Barista. Ich glaube, ich mache das. Habe ich am Wochenende frei. Habe ich nicht irgendwie vielleicht ein bisschen Öl auf meinem Grundstück zufällig. Muss heute Nacht auf jeden Fall draußen schlafen. Ich habe kein Geld. Handeln. Mal gucken, was kann ich da handeln? Er will nicht mit mir handeln. Warum? Okay, der will mir Essen andrehen. Oh Gott, ich kann ja gar nichts essen auch. Ich habe nicht mehr Geld für Essen. Kann ich dem das Fahrrad klauen? Auf Rad herumfahren. Okay, halt, halt, halt. Nein, er ist weg. Verdammt, warum sind die alle so schnell weg? Du hast 24 Stunden, um deine Rechnung zu bezahlen. Ist ja eigentlich komplett egal. Ich habe ja nicht mal was. Problem ist, ich habe Hunger, Leute. Ich guck mal, ob ich vielleicht doch irgendwo hinreisen kann. Ich muss was essen. Und das Problem ist, ich darf ja, glaube ich, auch in die Arbeit nicht zu schmutzig kommen und alles. Aber Toilette und so kann ich ja, glaube ich, hier einfach benutzen. Wie ein Champion pieseln. So, das heißt, ich kann hier schon mal aufs Klo. Das ist sehr gut. Hände waschen, ein Glas nehmen. Ich kann hier was trinken. Sehr, sehr gut. Okay, wir haben also diese Möglichkeit. Das Problem ist, ich habe Hunger. Ich hocke mich da mal dazu, trinke aber nichts mit. Ich trinke dann so die... Oh, kann ich das Glas nehmen? Trinken. Oh, kann ich das Glas nehmen? Komm schon, komm schon. Also ein bisschen sharing is caring, ne? Kann ich es mir wirklich nehmen? Ja, wie gut. Ich kann es mir nehmen. Okay, dann ist es ja easy. Let's go. Ja, ist ja schon gut. Der Hunger. Boah. Man muss aber aufpassen, jetzt nicht zu viel Alkohol trinken, um den Hunger hier irgendwie zu pimpen, ne? Sonst haben wir eventuell danach ein Alkoholproblem. Sie spricht mich so drauf an. Hey, warum klaust du eigentlich Getränke? Was soll das? Unhöflich. Das macht man nicht. Halt's Maul. Heißt, ich befinde mich hier in einer kranken Challenge. Oh, shit. Das Video wurde gar nicht geliked und geabonniert. Leute, liked und abonniert mein Video. Warum mache ich das hier alles? Das heißt, der erste Tag ist schon mal so ein bisschen überstanden mit 0 Euro auf der Straße. Gar nicht so easy, aber mir geht's gut. Schaut mal, wie glücklich ich bin. Ja, ich bin richtig motiviert. Dann muss ich jetzt nochmal pinkeln. Das heißt, ich gehe nochmal aufs Klo. Mache mich schon mal so ein bisschen fertig für die Nacht. Die Nacht wird halt hart, ne? Ich muss auf dem Boden schlafen. Ey, Girl, was soll das? Ein Glas Wasser nehmen, das ist gut gegen den Hunger. Entschuldigung, ich bin auf einer Saftkur, ich bin Influencer. Haben wir nicht irgendwo auch einen Fernseher oder so, wo ich noch ein bisschen was schauen kann? Mein Spaß ist halt echt nicht gut. Aber okay, dann Zeit zurückzufahren. Na super, und ich muss wieder pinkeln. Ah, hier hat's Toiletten. Ja, nice. Das ist ja richtig gut. Hier hat's eine Toilette. Ja, ich bin ein bisschen gerettet, weil dann pinkel ich mich wenigstens nicht an. Kann ich irgendwas Abartiges? Schwarm erschrecken, Schwarm jagen. Macht doch bestimmt Spaß, oder? Ein paar Tauben fertig machen. Infort! Macht mir aber irgendwie keinen Spaß. Ich brauche einen Fernseher. Kann ich nicht durch das Haus von anderen Leuten mit Fernsehen? Ohne, dass es unangenehm wirkt. Das Blöde ist, ich muss jetzt tatsächlich draußen pennen. Ich habe immer noch 0 Groschen. Ich würde mich einfach hier hingehen, in die Sterne gucken. Ja, ich glaube, das ist die beste Option. Verdammt.
Das habe ich mir aber anders vorgestellt. It is what it is. Ich sehe es noch positiv. Ich werde ja bald eine fette Villa besitzen und 10 Männer, die mir die Füße massieren und mich mit Trauben füttern. Alles gut, wir haben alles im Griff. Ist doch ganz schön hier, so im Regen, unterm Baum. Kalt, allein, einsam. So schlimm ist es gar nicht. Vor allem ist es ja auch immer so unbequem. Einschlafen. Nein, schlaf einfach weiter. Warum schläfst du denn nicht weiter? Habe ich nicht die Möglichkeit, einfach auf dem Boden zu schlafen? Oh, jetzt hat sie auch noch Bauchweh. Oh, Hunger. Oh Gott, schrecklich. Hunger, kalt und müde. Die schrecklichste Kombination. Also was macht man denn jetzt ernsthaft, wenn man Hunger hat? Naja, sorry, da musst du jetzt leider durch. Oder auf der Bank schlafen? Hat sie nicht irgendwo eine Bank? Jetzt ist sicherlich eine Bank. Da, hier hat sie ja Bänke vor mir. Ein Nickerchen machen. Let's go. Ich muss nicht auf dem Boden schlafen. Oh Gott, der Tag ist gerettet. So, jetzt können wir schlafen und dann sind wir morgen fit. Ist doch geil. Nein, du musst weiter schlafen. Ist egal, ob du Hunger hast. Ein Nickerchen machen. So schlimm ist es nicht. Ich muss in circa einer Stunde zur Arbeit. Um Gottes Willen. Furchtbar. Ein Nickerchen machen. Ah, ich muss jetzt. Okay, gut, gut, gut. Geh ruhig. Boah, shit. Mein erster Arbeitstag. Mir geht's so schlecht. Oh, ich habe ein bisschen was gemacht an Geld. Das ist gut. Okay, ich muss irgendwie, weil ich jetzt Geld... Ich möchte noch kein Geld ausgeben. Ich würde jetzt erstmal schlafen. Und ich glaube, ich würde meinen Job mal ändern. Das geht ja so einfach. Barista ist zu wenig. Ich mache jetzt mal das, wo ich gerade am meisten bekomme. Und ich habe auch gleich schon mein Outfit an. Das ist halt, weil ich Hunger habe, ne? Ich muss schon was essen, glaube ich. Auch wenn ich es ungern tue, aber... Ey, hat der geschlossen? Nein! Jetzt hat der Sack geschlossen. Warum? Ah, da kommt er ja gerade. Hat er gesehen, dass ich hier stehe? Öffne das Tor! Öffne das... Ja, geht doch. Als hätte er es gewusst. Fischtaco, oh, es ist teuer. Ein Fischtaco, damit ich überlebe. Oh, yes. Oh Gott, das muss jetzt so gut sein. Mein erster Taco. Bald werde ich meine Villa besitzen. Ja, rein damit. Super, super. Ach, guck mal, das habe ich komplett gestopft. Ein Nickerchen machen, auch wenn es schrecklich ist. Da müssen wir jetzt aber durch. Wir müssen da jetzt durch. Spaß. Ich brauche jetzt ein bisschen Spaß, dass es mir gut geht. Wir spulen weiter. Das Leben macht einfach keinen Spaß. Vielleicht kann ich mit Ihnen einfach quatschen, was machen, was Spaß macht. Tag verschönern, ist immer schön. Ah, was will denn die? Nein, ich wollte kein Geld geben. Hier sitzen und plaudern. Okay, gut. So, und jetzt schlaf einfach durch. So, und jetzt mal schnell nochmal pinkeln. Jetzt müsste aber auch gleich mal meine Arbeit da sein, oder? Bitte kommt jemand, es fängt an zu regnen und ich fühle mich hier so allein. Wo bleibt mein Job? Hä, habe ich keinen mehr? Ich brauche was, wo ich jetzt am Wochenende arbeite. Ich wechsle die Jobs wie meine Unterhose. Okay, wir machen Einzelhandel. Let's go. So, oh, wie oft soll ich mein Outfit noch wechseln? Also ich glaube tatsächlich, man muss auch gucken, dass man am schnellsten ein Bett bekommt und irgendwas, wo man seine Skills erlernen kann. Weil nur mit den Skills wirst du ja auch im Job befördert und nur so bekommen wir Geld. Ich glaube, alles andere macht keinen Sinn. Rechnungsinfo. Oh, Sophie, was? Grundstückssteuer. Wie soll ich denn das bezahlen? Das ist ja furchtbar. Vor allem dadurch kann ich ja nicht mal irgendwas jetzt bauen. Das wird auch immer schlimmer. Ja, jetzt merke ich, jetzt werde ich angespannt. Jetzt merke ich, was diese Kack-Challenge hier eigentlich bedeutet. Lass uns mal reisen, Leute. Wir müssen mal gucken, dass uns ein bisschen besser geht. Da muss es doch was geben. Da hat es bestimmt Fernseher. Bitte gib mir Fernseher. Ich brauche irgendwas, womit ich Spaß haben kann. Oh ja. Solo singen. Haus. Ja, bitte gib mir Spaß. Das muss... Macht doch Spaß, oder? Ja, es macht Spaß. Und das kann man umsonst machen. Schau mal, wie ich das fühle. Yeah, let's go. Es ist erbärmlich. Ah, ich kann an meinem Handy Spiele spielen, ne? Dann habe ich ja auch Spaß. Ja, easy. Ich brauche ja gar nichts anderes sonst. Ich will eigentlich nur nach Hause. Ein Nickerchen machen, weiter geht's. Schlaf einfach. Alles gut. Ich weiß, der Bauch schmerzt vor Hunger, aber das ist jetzt egal. Reiß dich am Riemen. Zur Arbeit gehen. Ach, ich muss es selbstständig machen. Ist doch wohl offensichtlich, dass ich zur Arbeit gehe. Aufstehen. Zur Arbeit gehen. Warum muss ich das denn anklicken? Oh, ich habe was gegessen. Nice. Okay, jetzt muss ich mal gucken, ob es die Möglichkeit gibt. Ja, finally. Okay, das ist sehr gut. Ein Bett. Und kann ich noch eventuell was zum Lesen holen? Ich brauche ja auch Skills. So ein Buchschrank. Bücher hier. Ich habe endlich ein Bett. Das gefällt mir doch, Leute. Wir müssen immer nur gucken, wo wir unser Essen herkriegen. Aber spielen muss ich im Endeffekt gar nicht mehr. Das kann ich jetzt alles einfach von zu Hause machen. Ich kann drüben auf die Toilette gehen. Ich muss mich ab und zu waschen. Aber vielleicht schon mal so demnächst so ein kleines Häuschen bauen, wäre schon nicht schlecht, so für das Feeling. Wo kriege ich Essen her? Kann ich nicht irgendwie irgendwo einladen? Da vielleicht? Die sind da. Vielleicht lassen die mich ja rein. Das wäre richtig nice. Dann kann ich einfach in den Kühlschrank gehen, mich voll essen und in deren Bett pennen. An die Tür klopfen. Hallo? Oh, ich gehe einfach rein. Was für eine Welt sich mir hier eröffnet. Hallo. Boah, endlich ein voller Kühlschrank. Ja, gib es mir. Mm, cool. Ja, hier bleibe ich. Habt ihr auch eine Badewanne oder so? Das wird, oh ja, zwei sogar. Dann nehmen wir uns doch gleich mal ein Schaumbad. That's life. Woo! Dann gehe ich mal schlafen.
Ich weiß, es geht aus seinem eigenen Bett. Sorry, Kleiner, ich muss Karriere machen, ne? Das ist wichtig jetzt. Oh, geil. So, ich schlafe jetzt mal erstmal. Hey, ist das dreist, dass es geht? Ich dachte, das geht alles nicht. Ich dachte, das ist alles ausgegraut. Aber ich bin hier gar kein Gast. Ich bin endlich angekommen. Warum mache ich eigentlich die ganze Challenge? Ich kann auch einfach hier bleiben. So, jetzt labe ich das Kind noch voll, damit ich noch so ein bisschen soziales Leben krieg. Hey, dein Kind sieht aber gar nicht glücklich aus. Vielleicht brauchst du eine neue Mutter. Ach, guck mal, das Kind liebt mich. Ja, genau. Schmeiß mich erstmal durch die Gegend. Na, magst du deine Mami 2? Okay, läuft. Was mache ich jetzt? Ach, ich gehe wieder schlafen. Ach ja, was ein wunderbarer Tag in einem wunderbaren Haus, das ich gerne mal haben möchte. Und dann geht's auf zur Arbeit. Danke euch für nix. Oh oh, es ist Winter. Oh oh, um Gottes Willen. Ja, 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 mir ist schon kalt. Oh Gott, überlebt man das, wenn man draußen schläft? Es ist so furchtbar. Ich habe immer noch kein Zuhause. Genau, mach auf, Mann, mach auf. Ich ertrag's nicht mehr. Ich habe Hunger. Sag bitte nicht, dass der Sonntag gar nicht offen hat. Oh je, ich glaube, dann kriege ich gar nichts zu essen. Wo ist mein Bett? Wo ist mein Bett? Ist es kaputt gegangen? Dann gucke ich mal, ob ich schon Wände ziehen kann. Ich weiß es aber nicht. Hauptsache so ein bisschen was. Wie teuer ist denn so eine Wand? Oh, so teuer. Oh Gott. Verdammt, nein, ich kann mir noch gar nichts leisten. Ich glaube, ich muss noch einmal zu meiner geliebten Familie. Bitte lass mich noch mal rein. Ich spann dir auch nicht deinen Mann aus. Oh Gott, sie lassen mich rein. Oh Gott, sind die nett. Oh Gott, endlich im Warmen. Erstmal Kühlschrank plündern. Habt ihr vielleicht gekocht? Was ist denn das für ein Saftladen hier? Kalte Brötchen. Es ist komplett egal. Ich stopfe mir jetzt alles rein, was ich da finde. Richtiger Schnorrer bin ich. Oh nein, meine Sachen. Der Verlust ihrer wertvollen Besitztümer macht Jasmin schwer zu schaffen. Ach, deswegen ist mein Bett weg. Die Schweine haben das gepfändet. Oh, das ist aber bitter. Dann kann ich mir gar nichts leisten. Sie haben jetzt hier so voll den Ehestreit neben mir und ich schlafe hier einfach so entspannt. Die Frau muss weg, aber sie ist doch so nett. Nein, sie ist ein absolutes Monster. Sie zerstört unsere Familie, Jack. Nein, tut sie nicht. Ich liebe sie. Was hast du gesagt? Und hier oben noch eine Riesenfläche, die nicht genutzt ist. Da kann doch ich einziehen. Unfassbar. Weil sie sind schon leicht alle so genervt, aber trauen sich nicht, Nein zu sagen. Ich hole mir gleich nochmal ein Sandwich und er räumt mir halt voll hinterher. Oh je, der arme Dude. Und ich esse jetzt im Stehen, weil ich merke, dass er mich hasst. Okay, der Typ hat mich gerade rausgeschmissen. Ich habe es aber jetzt verneint. Und ich schlafe jetzt trotzdem im Bett. Aber wir sehen nichts, weil er eigentlich gesagt hat, ich soll gehen. Aber es zählt trotzdem. Das ist sehr, sehr gut. Also man kann doch nicht sich komplett durchschnorren. Okay, jetzt kann ich nicht mehr schlafen. Jetzt muss ich tatsächlich nach Hause fahren. Oh, verdammt. Mist! Okay, ab in die kalte Jahreszeit. Yay. Ey, mein Bett ist ja weg. Das habe ich ja ganz vergessen. Dann muss ich leider hier pennen. Ich will mir jetzt nicht nochmal ein Bett kaufen, dann ist es weg. Let's go. Ab zur Arbeit. Beschwer dich nicht, Girl. Steh auf. Wir müssen gucken, dass du irgendwie... Oh, nicht, ich muss pinkeln. Das Gute ist, ich esse und pinkle in der Arbeit. Yes, jetzt geht es mir wieder richtig gut. Nice, sie wurde befördert. Ich glaube, ich kann mir ein kleines Ding bauen, oder? Ja. Hauptsache, ich habe einfach mal etwas, wo ich rein kann. Wir nehmen die billigste Tür. Da kann ich wenigstens nicht erfrieren. Für euch vielleicht erbärmlich, für mich ein Anfang. Schaut euch mal an. Mein erstes Haus. Ich kann mir jetzt eigentlich fast gar nichts kaufen, weil die werden mir direkt alles wegnehmen. Es ist ein Anfang. Es ist ein Anfang. Okay, wir müssen irgendwie gucken, dass wir hier jetzt mal vielleicht 1000 hinkriegen. Eigentlich bräuchte ich fast 2000, um die Rechnung zu tilgen, um ein bisschen was bauen zu können. Aber es ist echt nicht so einfach. Ich pimp mich jetzt mal ein bisschen hoch und gucke, dass ich so vielleicht 2000, 3000 hinkriege. Oh, das ist eine anstrengende Challenge. 2 Stunden später. So, das ist jetzt wohl eine Challenge, wo ich wieder sage, ich habe den Zeitaufwand total unterschätzt. Ich hätte streamen sollen. Aber wie dem auch sei, ich kann jetzt endlich meine Rechnung bezahlen. Ich habe mit dem Mann, der die ganze Zeit meine Sachen pfänden möchte, hart geflirtet. Und ansonsten ist eigentlich alles wie immer. So, kann ich jetzt meine Rechnung das erste Mal bezahlen? Oh mein Gott, wir können die Rechnung das erste Mal bezahlen. So, nach einem Jahr endlich mal die Rechnung bezahlt. Okay, ich finde, wir haben jetzt uns ein kleines Haus verdient. Ich bin gespannt, wie viel eigentlich geht. Somit haben wir eigentlich alles, um zu überleben, ohne jemals mehr jetzt auf jeden Fall auf die Straße zu müssen. Yeah! Ja, dein neues Haus. Hey. Oh, wir haben keinen Kühlschrank. Moment. Ich habe kein Geld mehr für einen Kühlschrank. Okay, Moment. Das können wir gleich ändern. So, jetzt aber. Dann machen wir den Fernseher halt von mir aus hier hin. Es ist komplett egal. I did it. $47 noch. Okay, Challenge geschafft. Challenge accepted. Es war hart. Ich hatte Angst vor dem Winter. Das war wirklich heikel. Mich wundert, dass sie es geschafft hat, draußen zu überleben im Schnee. Hätte ich nicht das Haus von den Nachbarn gehabt.
gehabt. Hätte es sein können, dass wir wirklich es nicht packen, weil ich hätte meinen Hunger nicht stillen können. Wir hatten Wochenende. Deswegen muss ich sagen, wenn wir diese Challenge nochmal auf ein neues Level bringen wollen, dann müsste man es nochmal probieren mit 0 Euro und dass ich auch nicht Hilfe bei Nachbarn holen kann. Dann wird sie noch härter. Aber probiert die Challenge gern auch mal. Mir reicht's. Ich habe jetzt ein Haus. Ich habe es geschafft. Ich gehe weiter arbeiten. Ist eigentlich echt cool. Und von so an mal weiterzumachen und zu starten, alles aufzubauen nach und nach, hat Spaß gemacht. Über einen Daumen nach oben und ein Abo würde ich mich wie immer sehr freuen. Und wir sehen uns in den nächsten Videos und weitere Sims-Challenges, die wir machen könnten. Schreibt sie doch gerne mal in die Kommentare. Und jetzt runter von meinem Grundstück. Shabakashi, Bloody Shazal. Zazupala Fweeb Jabun Zon Sekel Fwip Shart Hey Bune Shabanufo Gweeb.